Tiroler, Nicht-Tirolerinnen und Nicht-Tiroler, liebe Theaterfreunde, wer von euch spielt eigentlich noch? Und ich meine nicht mit dem Leben, ich meine auch nicht mit seinem Nächsten, ich meine spielen als eine aufrichtige Form, sich und andere Menschen zu unterhalten. Sich und andere vielleicht zu verstehen oder ein anderer zu sein, um sich selbst zu erkennen. Einen Geizigen zu spielen, um im Leben großzügig zu werden. Einen Verschwender zu imitieren, um zu merken, dass alles endlich ist. Das Geld, das Wasser, die Liebe und das Leben. Liebe Theaterfreundinnen und Theaterfreunde, wir spielen alle. Aber die Frage ist doch, ob wir ein Bewusstsein davon haben. Ob wir uns am Ende auf Rollen einlassen und selbst dabei noch Regisseur und Spielleiter sind. Oder ob wir uns aus der Hand geben, ob wir unser Schicksal aus der Hand geben und uns nach aristotelischer Art mit der Rolle identifizieren, ohne gleichzeitig den Sinn zu vermitteln, als gespielter Geiziger die Erkenntnis zuzulassen, auf dem Holzweg zu sein. Spielen sei zwecklos, hat Jan Hussinger gesagt im Homo Ludens. Und was noch eindringlicher klingt, steht in der Bibel: Als Gott die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Ja, das steht im Alten Testament in den Sprüchen 8. Und wer da spricht, ist die Weisheit, Sophia genannt. Von Lebenslust ist die Rede, von Spielen, nicht immer nur vom Ernst, vom Haupt voll Blut und Wunden. Und das neue Volkstheater, was soll das sein? Das erfindet doch nicht einer wie ich, der hierher kommt, der eigentlich eben erst realisiert hat, was für eine Kraft hier ist, als ich dem Telfer bei der Musik zugehört habe. Sondern die Frage ist, was damals vielleicht Horvath und Brecht und Arno vor geträumt haben. Die Idee des neuen Volkstheaters kommt immer aus dem Träumenden, aus dem Epischen, aus der Poetik. Dass Spielen eben nicht nur zwecklos ist, sondern dass man in der Lage ist, beim Spiel und im Spiel auch die Macht zu durchschauen. Grundlage ist aber, dass wir die Spielregeln verändern. Ist das ein Gegensatz? Keineswegs. Lust und Zwecklosigkeit im spielerischen Prozess, im Flow, den die Schauspieler entdecken, wo wir uns selber manchmal erkennen, in der Lust auch mal Spieler zu sein. Ob in der Gemeinde, in den Schulen, in den Fabriken, geht es doch auch immer wieder um Machtfragen. Und wenn es uns nicht gelingt, damit auch einen spielerischen Umgang zu finden, dann wird es dramatisch im Leben, aber dramatisch soll es auf der Bühne sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese Unterhaltungsfähigkeit, diese Fähigkeit, dass im Volksschauspiel die Bettler zu Königen und die Königin zu Bettler werden, dass die Welt nicht ist, wie sie immer war, das ist doch das, was die Volksschauspiele mit ihrer großen Kraft sich erträumt haben. Der Schönwiese ist da und er hat mich darauf hingewiesen auf ein wunderschönes Interview mit Peter Hümer im ORF. Da sagt er, ja, wir hatten damals in den 80ern, als hier die Volksschauspiele gegründet wurden, da hatten wir noch eine Veränderungsfähigkeit, wir haben daran geglaubt. Und da sagt dieser alte kluge Mann, aber wir haben den Löffel unserer Möglichkeiten der liberalen Marktwirtschaft abgegeben. Was für ein Satz. Wo sind wir gelandet, die Kulturmacher und die Politik? Was ist mit dem Volksschauspiel geworden? Aber wir haben doch den Glauben nicht aufgegeben. Nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch im spielerischen Sinne nicht. Wir glauben doch daran, dass Theater uns zeigen kann, dass wir die Welt, wenn wir sie schon nicht verändern können, aber dass wir Alternativen leben können. Nirgendwo sonst, und ich sage es nicht anbiedernd, aber nirgendwo sonst gibt es so viele Laiengruppen im Theater wie in Tirol. Nirgendwo sonst wird so viel gespielt, nirgendwo sonst gibt es so viel Musik und wird Musik gemacht. Und manchmal ist aber auch Tirol auch eng. Aber das Spielen kann uns doch helfen, uns besser begreifen zu können. Und dafür stehen ganz viele Stücke der Volksschauspielliteratur, der alten König und der Menschenfahrt, die Beichte vom Mittelalter, der Märzengrund, der Geizige und auch Fettes Schwein. Tirol mag vielleicht manchmal eng sein, aber es gibt doch ein Bewusstsein dieser Enge. Und das ist eben das Spiel. Volksschauspiel ist ein Anspielen gegen die Enge. So wie der Heimatbegriff einer ist aus der Tiefe, daher kommt er nur, nicht aus der Enge. Und als das Volksschauspiel in Tirol im 18. Jahrhundert im Zeichen eines falsch verstandenen Aufklärungsgedankens verboten wurde, da wurde weitergespielt. An Hunderten von Ortschaften in Tirol, wo schon immer gespielt wird. Und es wurde weitergespielt und das Verbot wurde negiert. Aber was steckt denn hinter den Verboten?
Man hatte Angst, Auswüchse zu vermeiden. Man wollte keine Auswüchse. Man hat Angst gehabt, das Volk werde verführt zu Aberglauben und Exzessen, aber nein. Die Obrigkeit hatte Angst vor dem wachsenden Bewusstsein im damaligen Klima. Angst vor der Macht der Solidarisierung, der Gemeinschaftsbildung im Spiel. Wenn die Schauspieler nicht Fähigkeiten entwickelt würden, nicht nur zu konkurrieren, wären sie niemals im Abend in der Lage, dem einen dem anderen abzugeben und dem anderen nicht den Rang abzulaufen. Es ist also, es hat was ganz Demokratisches und was unendlich Sensibles, was sich da abspielt, auch in heute Abend im Indien. Ab heute kommt es anders, meine Damen und Herren. Es ist viel geredet worden in letzter Zeit und manchen Dingen habe ich mich wirklich so unschuldig gefühlt und nicht gewusst, wo ich gelandet bin. Aber ab heute wird gespielt. Ab heute wird gespielt und man kann urteilen, was man dort sieht, ob es etwas ist, mit dem man was anfangen kann. Schon als Kind habe ich Dietmar Schöner bewundert. Schon als Kind bin ich mit meiner Mama nach Tirol gefahren und hatte sogar Lederhosen gehabt. Schon als Kind fand ich Ruth Drexelbaum ein Theatertier und Kurt Weinzierl, das war ein Junge, ein Sohn von euch. Und Hansi Brenner war trinkfest und auch wenn er schwankte, auf der Bühne hat er immer seinen Mann gestanden wie ein Fels. Und es brauchte auch solche Bürgermeister wie Helmut Kopp und den Gegenwärtigen, der es auch wieder möglich gemacht hat. Ist heute der Glaube an das widerständige Volksschauspiel verloren gegangen? Reden wir stattdessen über Tiroler Quoten? Wollen wir nicht den Blick in die Welt werfen? Reicht es aus, was zu wollen? Gärt's noch? Wie finden wir zurück zum Spiel, das uns immer wieder auffordert, unsere Rolle zu prüfen? Sind wir fatalistisch geworden? Ist der Untergang des alten Landes, wie es der Kirchner in seinem Film dargestellt hat, uns näher gekommen oder nur eine Komödie? Und wir finden wir wieder eine Kraft, die vielleicht nach den Verwerfungen uns wieder zusammenführt, und zwar nicht in eine Konkurrenz, sondern in eine Geschwisterlichkeit. Das Programm der Volksschauspiele ist ein Versuch. Es ist auch keine Notlösung gewesen. Es ist ein Versuch, worüber mich viele kritisiert haben, an 9 verschiedenen Orten zu spielen. Ich hoffe, dass es ein Gesamtkunstwerk wird. Und meine Damen und Herren, das reicht von den Jungs, die heute Abend auf der Bühne stehen, was der Silbernagel gemacht hat, wenn einer davon träumt, von Indien, was immer alles das sein mag. Und es geht weiter mit dem Stück Wolf, was der Raoul und die Sophie im Wald spielen werden. Es spielt mit den Wolfsängsten. Es spielt mit dem Satz, den Franz von Assisi gesagt hat, komm zu mir, Bruder Wolf, ich werde dich eben nicht erschießen. Und wir werden Ernst Krenek hören. Wir werden ein Stück zeigen, wo es um die Liebe geht. Was ist, wenn ein Mann eine dicke Frau liebt und die anderen sagen, was hast du denn da für eine? Wo beginnt der Verrat? Wann schaue ich meine Frau an und sehe, ist sie so alt, liebe ich sie noch und die Männer genauso? Wann fangen wir an, den anderen zu verlassen? Das würde ich gerne zeigen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Und ich habe es eigentlich erst gespürt, als ich die Täter Musik gehört habe. Theater stellt Fragen, die die Politik manchmal nicht stellt. Was ist, wenn alles anders kommt? Katastrophe oder Freiheit? Also, versucht. Und es ist doch nur ein Versuch. Und wir haben doch alle Angst, selbst vor so einer Rede. Also seid mutig. Gebt euch eine Chance. Macht das Herz auf. Macht den Volksbegriff weiter. Und traut euch zu spielen. Steht zu euren Gefühlen. Und wenn ihr auf der Bühne eure Mutter oder euren Vater, vielleicht auch euren Chef oder euren Engel, vielleicht auch einen Landeshauptmann seht, jagt sie nicht gleich zum Teufel. Habt keine Angst. Entdeckt euch selbst. In dem Gedicht von Hermann Hesse heißt es, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. In diesem Sinne, geht's noch? Auf wie geht's? Auf wie geht's? Mit aller Kraft. Dankeschön.